Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie sehr herzlich im Körperforum heute Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und ich begrüße natürlich nicht nur Sie hier im Saal, sondern auch die Zuschauer im Livestream. Für diejenigen, die das erste Mal hier sind und mich noch nicht kennen, mein Name ist Gabriele Wojdelko und ich leite hier im Haus den Bereich Geschichte und Politik. Dass Sie so zahlreich hier sind, lässt mich glauben, dass wir eins gemeinsam haben, nämlich, dass uns das Thema Europa bewegt. Viele blicken ja doch mit großer Sorge auf den Zustand der Europäischen Union als ein Projekt, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zahlreiche Länder Europas trotz großer Herausforderungen zusammengebracht hat. Die größte dieser Herausforderungen oder eine der größten dieser Herausforderungen, nämlich die Teilung Europas durch den Eisernen Vorhang, ja, die Überwindung dieser Teilung vor 30 Jahren durften wir in den vergangenen Tagen feiern. So oft, meine Damen und Herren, erscheinen in der Rückschau historische Ereignisse rund um 89 sehr klar und strukturiert als eine Art lineare Erfolgsgeschichte. Aber dass die Mauer am 9. November 89 fallen würde, war nicht vorhersehbar und die meisten Menschen waren davon ziemlich überrascht. Auch das haben wir in den letzten Tagen durch die Zeitzeugen noch mal lernen können. Nach der Überraschung setzte, auch das ist menschlich, ziemlich schnell so ein Gewöhnungseffekt ein und dass Grenzen verschwinden und dass die EU immer länger zusammenwächst, das haben wir für viele Jahre und Jahrzehnte doch für selbstverständlich gehalten. Und umso überraschter und schockierter waren wir. Ich schließe Sie da jetzt einfach mal mit ein. Also ich war jedenfalls schockiert, als Großbritannien vor nunmehr 3 Jahren ein Referendum veranstaltete, in dessen Ergebnis der Austritt beschlossen wurde und damit neue Grenzen innerhalb der EU entstanden oder entstehen werden. Denn so ganz klar ist es ja noch nicht, wie es mit dem Austritt nun weitergehen soll. Mit Überraschung oder auch mit Bestürzung haben viele von uns auch wahrgenommen, dass das Projekt Europa insgesamt an Grenzen zu stoßen scheint. Da nenne ich als Stichworte Nationalismus, Abgrenzung, die in vielen Ländern der EU doch heute Konjunktur haben. Manche sprechen auch von einer neuen Spaltung der Europäischen Union, ob nun in Ost und West oder in Nord und Süd. Ich glaube, Spaltungen gibt es viele. Für die Körperstiftung sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des europäischen Projekts ein wirkliches Herzensanliegen, sich damit zu beschäftigen. Und das spielt in vielen Stiftungsprojekten eine Rolle. Das gilt für die historisch-politischen Aktivitäten bei uns im Bereich, wie zum Beispiel das europäische U-Story-Geschichtsnetzwerk, aber das gilt natürlich auch für das Körber History Forum, unsere jährliche Konferenz zur politischen Dimension von Geschichte und zur historischen Dimension von Politik, die einmal im Jahr in Berlin stattfindet. Und es gilt für viele andere Stiftungsprojekte auch. Natürlich auch für unser aktuelles Schwerpunktthema. Also eins der 3 Schwerpunktthemen der Stiftung ist das Thema der Wert Europas, bei dem es uns darum geht, mit Dialogaktivitäten und Projekten die Menschen zusammenbringen, der Ost-West-Spaltung innerhalb der Europäischen Union etwas entgegenzusetzen. Und der Europabegriff, und das möchte ich an dieser Stelle sehr deutlich sagen, weil das, glaube ich, heute Abend auch noch Thema sein wird. Der Europabegriff der Körperstiftung geht deutlich über die Europäische Union hinaus. Ich finde, man muss da schon differenzieren, ob man über Europa spricht oder über die Europäische Union. Wenn die Körperstiftung über Europa spricht, dann sind wir sehr nah an dem, was Michail Gorbatschow vor vielen Jahren, lang ist es her, mal als das gemeinsame europäische Haus definiert hat. Und dieser Begriff schließt eben Vladivostok im Osten durchaus mit ein. Auch, und das wissen wir natürlich, wenn dieser Europabegriff heutzutage nicht mehr besonders populär ist in Zeiten der Konfrontation zwischen Russland und dem Westen. Eine politische Vision, jetzt schwenke ich um, schon mal sehr konkret auf das, was wir heute Abend miteinander besprechen wollen.
Eine politische Vision, die dem europäischen Projekt als Konsequenz aus der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg vor allem zugeschrieben wurde, war die der Friedenssicherung. Diese Vision ist es, für die die Europäische Union im Jahr 2012 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Manche erinnern sich vielleicht. Diese Vision ist heute wichtiger denn je, aber sie ist eben auch eine Vision geblieben bisher. Denn nach einer beispiellos langen Epoche des relativen Friedens wird Europa in zunehmendem Maße mit Folgen von Krieg und Gewalt konfrontiert. Die Kriege in Syrien, aber der Krieg in Syrien, aber auch der Krieg im ukrainischen Donbass machen heute deutlich, dass Europa, also die Europäische Union, ich wollte ja präzise sein, nicht allein mehr auf die Anziehungskraft einer historischen Vision, einer historischen politischen Vision setzen kann, sondern dass Europa sich auch überlegen muss, was eigentlich in der Gegenwart zu tun ist. Wie also kann die Europäische Union aus den historischen Erfahrungen heraus zu einem Akteur internationaler Sicherheitspolitik werden? Und welche besonderen Chancen bringt die Staatengemeinschaft dafür mit? Welche Hemmnisse muss sie überwinden? Und dann kann und will die Europäische Union wirklich, wie von der neu gewählten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am letzten Freitag in ihrer Europarede gefordert, ich zitiere das jetzt, kann die Europäische Union die Sprache der Macht lernen? Das ist eine wichtige Frage. Über dieses historische und aktuelle Thema wollen wir heute Abend hier im Rahmen der Veranstaltungsreihe Frieden machen, die wir mit dem Spiegel gemeinsam organisieren, ins Gespräch kommen. Ich freue mich sehr, dass wir hier zwei herausragende Experten auf dem Podium haben werden. Professor Wolfgang Ischinger bringt als Gast dieser Reihe, die es seit drei Jahren gibt, als wiederkehrender Gast dieser Reihe eine diplomatische Expertise mit, die in Deutschland, glaube ich, wirklich ihresgleichen sucht, als Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, als Mann mit einer langen diplomatischen Karriere, mit Stationen bei den Vereinten Nationen in Washington und in London. Das ist eine lange diplomatische Expertise, die hier bei uns heute Abend vertreten sein wird. Es freut mich sehr, Herr Botschafter Ischinger, dass Sie heute Abend da sind. Herzlich willkommen. Kiran Klaus Patel ist seit dem Wintersemester 2019/2020, also ganz frisch, seit drei Wochen genau genommen, Professor für europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Zuvor hatte er Lehrstühle unter anderem in Maastricht, beim Europäischen Hochschulinstitut Florenz, an der Humboldt-Universität in Berlin inne und weitere Stationen umfassten Harvard, die London School of Economics, Oxford, Paris. Also ein wirklich sehr international erfahrener und renommierter Historiker. Sein aktuelles Buch wirft unter dem Titel Projekt Europa, eine kritische Geschichte, einen sehr differenzierten Blick auf die Entstehungsgeschichte der Europäischen Union. Herr Professor Patel, herzlich willkommen in Hamburg im Körberforum. Und dann, last but not least, begrüße ich als Moderatorin des Gesprächs sehr herzlich die Historikerin Dr. Eva Maria Schnurr, die nach vielen Jahren als freie Wissenschaftsjournalistin und weiteren Stationen beim Spiegel seit 2019 jetzt als Leiterin das Ressort Geschichte des Hamburger Wochenmagazins aufbaut. Herzlich willkommen, Frau Dr. Schnurr. So, und jetzt wollen Sie ja nicht länger mir zuhören, sondern Sie wollen eine spannende Debatte hören. Deshalb bleibt mir nur noch an dieser Stelle zu sagen, dass wir im Anschluss an das Bühnengespräch oder am Ende des Bühnengesprächs natürlich nochmal auch für Publikumsfragen öffnen. Sie können sie also jetzt schon anfangen, sich gedanklich vorzubereiten. Und im Anschluss an die Veranstaltung, die gegen 20.30 Uhr beendet sein soll, gibt es den Empfang draußen, wo Sie bei
alkoholischen und auch nicht alkoholischen Getränken, jeder so wie es mag, das Gehörte vertiefen können und weiter im Gespräch bleiben. Ich freue mich sehr auf einen interessanten Abend, wünsche uns allen viel Anregung und eine gute Debatte und übergebe jetzt für unsere Bühnengäste. Vielen Dank. Ja, auch im Namen des Spiegel begrüße ich Sie nochmal ganz herzlich. Freue mich, dass so viele da sind und dieses Thema, was ja wirklich sehr spannend und sehr aktuell ist, mit uns besprechen und zuhören wollen. Wir werden, das ist ja auch ein bisschen die Idee dieser Veranstaltung, den Blick in die Geschichte werfen, um daraus dann in die Gegenwart und vor allem auch in die Zukunft zu schauen und zu gucken, was kann man möglicherweise aus der Geschichte lernen und was kann uns helfen bei dieser Geschichtsbetrachtung. Wir haben heute eben den spannenden Fall, dass Herr Ischinger selbst einen Großteil der Geschichte, die wir besprechen, als Akteur miterlebt hat, sodass da vielleicht nochmal ein paar Insider-Informationen auch dabei herauskommen. Ich würde aber gerne anfangen mit Herrn Patel. Wir reden über Europa als Friedensstifter. Die Frage, ob Europa als Friedensstifter tätig sein kann, sollte, das ist ja auch eine normative Frage. 2012 gab es eben den Nobelpreis für die Europäische Union. Die Begründung war, sie habe über 6 Dekaden hinweg zum Fortschritt von Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten in Europa beigetragen. Ist Europa ein Friedensstifter? Und wenn ja, wer dabei ist der entscheidende Akteur? Das ist ja eine Frage, die Sie in Ihrem Buch auch ganz speziell aufgreifen. Um das ganz knapp zu sagen, glaube ich, ist es sehr wichtig, nochmal gleich eingangs den Unterschied aufzumachen zwischen Europa und der Europäischen Union. Europa kann das in gewisser Form sein, aber das bleibt sicher immer recht vage und diffus, die Europäische Union. Da wird es dann konkreter und deswegen ging der Preis ja auch eben an die Europäische Union und nicht an Europa im Ganzen. Wenn es um die Europäische Union geht, würde ich argumentieren wollen, ja, sie hat diesen Preis verdient. Ja, die Europäische Union hat zu Frieden beigetragen, aber oft in anderer Art, als wir eigentlich bisher gemeint haben. Das wäre mein Hauptargument. Darf ich das noch ein bisschen ausführen? Oder? Sie dürfen das noch ein bisschen ausführen, wobei das ja dann ein Thema des Abends ist. Das ist der Cliffhanger, um gleich nochmal darauf einzugehen. Was meine ich damit? Erstens natürlich, dass die Europäische Union durchaus immer auf dem Friedensmotiv baute. Das heißt, als Motiv ist das sehr tief in das Projekt europäische Integration eingelassen. In der Praxis aber, würde ich argumentieren wollen, waren die Effekte eine lange Zeit eigentlich sehr viel geringer, als wir lange gemeint haben und oft auch ganz anders gelagert, als wir dachten. Das heißt, sie waren in klassischer Sicherheitspolitik gerade in den ersten Dekaden des europäischen Projektes, das dann zur Europäischen Union unserer Tage führte, geringer, aber dafür auf anderen Bereichen, zum Beispiel dabei, eine Kultur des Kompromisses zu schaffen oder auch auf sozialpolitischer Ebene, auf internationaler sozialpolitischer Ebene durchaus hoch. Herr Ischinger, ich gebe die Frage auch nochmal an Sie. Hat Europa den Preis verdient? Ist Europa ein Friedensstifter? Ja, ja, da würde ich natürlich überhaupt nicht widersprechen, im Gegenteil. Aber erlauben Sie mir vielleicht folgende Bemerkung. Ich glaube, man muss, wenn man sich die Geschichte des letzten halben Jahrhunderts oder so anschaut, da muss man ein bisschen unterscheiden, was die ursprüngliche Aufgabe definiert von den Gründervätern der Europäischen Union war, nämlich auch Frieden machen, aber zwischen Frankreich und Deutschland, nicht zwischen den früheren Verfeindeten, die jetzt als Mitglied der Europäischen Union zusammenleben. Das ist sozusagen die Kohlsche Idee, nicht nur Kohlsche Idee, aber auch die Kohlsche Idee von Europa. Das ist die Idee der Generation, die die Schrecken des Zweiten Weltkriegs noch zumindest als Heranwachsende erlebt haben. Da ging es um die Frage, wie kann man Macht moderieren, sodass wir nicht mehr gegeneinander Kriege führen. Und in der Organisation, in der Art und Weise, wie die Europäische Union konstruiert wurde, die ist ja mehrfach dann revidiert, ergänzt, reformiert worden, ist das wirklich ein Kernprinzip, das nicht einer Macht ausübt, zum Beispiel anders als in der NATO, wo es eine Führungsmacht gibt, die letztlich trotz allen Regeln das Sagen hat. In der Europäischen Union haben sogar die Kleinen relativ viel mitzureden. Die haben in der Außenpolitik quasi ein Vetorecht. Wenn es Estland nicht passt, dann kann in der Europäischen Union außenpolitisch zumindest nichts
entschieden werden. So, das war die, sozusagen die erste Phase. Jetzt leben wir in der Europäischen Union in einer Welt, in der zunehmend die Europäische Union sich vor die Frage gestellt sieht, wie können wir Frieden, zum Frieden beitragen außerhalb unserer eigenen Grenzen, außerhalb der EU. Das war in den ersten 3 oder 4 Jahrzehnten nicht das Thema. Das trat eigentlich erst ab den 90er Jahren, ab den Balkankriegen und so weiter dazu. Und da geht es jetzt in der Tat, so wie Sie Frau von der Leyen zitiert haben, da geht es jetzt nicht um die Frage der Moderierung, also der Einhegung von Macht, sondern geht es um die Frage der Ausübung von Macht. Können wir Macht ausüben? Wie machen wir das, wenn 28 sich da zusammenraufen müssen und jeder ein Vetorecht hat? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, in Krisen hier zu klaren Entscheidungen zu kommen? Das ist eine gewaltige Aufgabe, die die Europäische Union nach meinem Dafürhalten überhaupt erstmal richtig einüben, lernen muss. Das ist neu. Das andere, Frieden innerhalb der EU zu schaffen, das haben wir, glaube ich, gut hingekriegt. Und dafür hat, glaube ich, die Europäische Union auch diesen Nobelpreis sehr wohl verdient. Wir haben das, oder die Gründungsidee war Frieden, Sie haben das gerade erwähnt, zwischen Frankreich und Deutschland vor allem, aber eben auch Frieden in Europa zu sichern. Sie haben das in Ihrem Buch, in einem ganz eigenen Kapitel aber herausgearbeitet, dass ja doch die EU eigentlich zum Friedensstifter doch ein bisschen auch durch historische Zufälle oder eben auch durch eine Entwicklung erst geworden ist. Mit der Sicherheitspolitik hat sich die EU eigentlich erst seit den 1970er Jahren wirklich beschäftigt, obwohl Frieden, ich fand das eine ganz interessante Umfrage, die Sie zitiert haben, das zentrale Thema der Nachkriegszeit war, 57% der Bundesbürger hielten 1950 einen dritten Weltkrieg innerhalb der nächsten 10 Jahre für wahrscheinlich, nicht nur für möglich, sondern wirklich für wahrscheinlich. Sie sagen aber, Europa war mehr ein Symbol, denn ein realer Akteur und hat in der Friedenssicherung eine Projektionsfläche für die Elite. Warum gab es nur nicht eher als in den 70er Jahren Initiativen in die Richtung der Sicherheitspolitik? Warum hat die EU das so spät erst als ihren Raum erkannt, in dem sie aktiv werden kann? Wir müssen uns, glaube ich, nochmal eben diese Ausgangskonstellation in den frühen 50er Jahren, das ist die Zeit, in der ja dann die Projekte einsetzen, die zur Europäischen Union unserer Tage führen, vor Augen führen. Das ist ein Europa, das erstmal gespalten ist. Darauf wurde ja schon in der Einführung hingewiesen. Insofern ging es in dieser Phase dann vor allen Dingen darum, diese westeuropäischen Länder auf einen neuen Kurs zu setzen. In einer Zeit, in der eben die Spaltung zwischen Ost und West immer stärker sich auch durchsetzte. Herr Welschinger hat völlig zu Recht darauf verwiesen, dass es darum ging, die ehemaligen verfeindeten Nationen Deutschland und Frankreich zusammenzubringen und natürlich eben auch in Westeuropa für ein neues friedliches Zusammenleben zu sorgen. Und ich möchte da noch mal ein Beispiel für geben, wie revolutionär das eigentlich war. Sie müssen sich vor Augen führen, dass zum Beispiel in der ersten Europäischen Kommission, wir wissen alle, dass Frau von der Leyen die erste Deutsche ist, die der Kommission vorstellt. Die erste Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wurde von einem Deutschen geführt. Das war Walter Hallstein, der hatte im Zweiten Weltkrieg, wie viele Deutsche, als Wehrmachtsoffizier gekämpft. Neben ihm saß aber zum Beispiel Sico Mansholt, ein Widerstandskämpfer, und daneben saß Lambert Schaus aus Luxemburg, der war als Zwangsarbeiter in Deutschland gewesen. Diese Menschen arbeiten nun gemeinsam zusammen, um Europa zu bauen. Also insofern gibt es da einen ganz wichtigen Neuansatz. Aber es ist eben so, dass diese Welt erstmal durch den Kalten Krieg definiert wird und der Versuch, den die europäische Gemeinschaft oder ihre Vorläufer in den 50er Jahren nehmen, mit einem gescheiterten Projekt nehmen, im Verteidigungsbereich gleich nach vorne zu stürmen und wirklich um den Bereich der Sicherheit ein Gemeinschaftsprojekt zu bauen, der scheitert 1954. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der Hauptgrund lautet sicher, dass es in dieser Zeit noch nicht wirklich vorstellbar war, vor allen Dingen aus französischer Perspektive, deutsche Soldaten unter deutscher Führung gleichberechtigt wieder an einem militärischen Aufbaubeitrag gesehen zu wollen. Das war sozusagen 9 Jahre nach Kriegsende zu früh. Und das war eine ganz wichtige Entscheidung, warum in den folgenden Jahrzehnten die Sicherheitspolitik in anderen Händen lag. Die lagen nicht in den Händen der Europäischen Gemeinschaft, sondern, wie Herr Welschinger gerade schon verwiesen hat, im Grunde im transatlantischen Kontext, durch Führung der USA im Rahmen der NATO. Und insofern muss man sagen, hat sich die Europäische Union in ihren Ansätzen erstmal recht technisch, klein, vergleichsweise nachrangigen Problemen zugewandt. Es ging nicht
nicht um Menschenrechte zum Beispiel. Ein großes, wichtiges Problem, das aber eine andere Organisation, nämlich der Europarat, behandelte. Es ging nicht so sehr um Sicherheit, eben das Problem vor allen Dingen der NATO und anderer kleinerer Organisationen, sondern es ging um Wirtschaft erst einmal. Und ich glaube, wir können erst heute im Nachhinein erkennen, wie wichtig dann dieser Ausgangspunkt war, wenn man so will, über eine eher weniger kontroverse Frage diese verschiedenen westeuropäischen Gesellschaften zusammenzubinden. Und jetzt komme ich nochmal zum Punkt Ihrer Frage, um davon ausgehend dann aus, als man Gemeinsamkeiten in genügender Weise schon gebaut hatte, dann auch auf größere Fragen übergehen zu können. Und das passiert vor allem in den 70er Jahren, in der Zeit, in der die Europäische Union zum einen bereit geworden ist, wenn man so möchte, solche größeren weltpolitischen Probleme anzugehen und zum anderen in einer Zeit, die, und manche von Ihnen werden sich daran erinnern, ähnlich ist wie unsere Zeit, weil viele Gewissheiten, die die Jahrzehnte davor geprägt hatten, wie der Kalte Krieg ausschaut, wie die Welt organisiert ist, Anfang der 70er Jahre durch globale Verschiebungen, durch die Weltwirtschafts- oder die damalige, das Ende der Weltaufschwungsphase, der 30-Glorien-Kreise des Aufschwunges zum Ende kam. Und in dieser Zeit fragen sich die europäischen Akteure auch, wie können wir auf diese turbulente neue Welt reagieren? Und das ist genau der Ausgangspunkt, warum die Europäische Gemeinschaft als Vorläuferin der Europäischen Union dann in diesem Bereich aktiver wird. Herr Ischinger, ich würde da anschließen. Sie sagen in Ihrem Buch, dass Sie angesichts der Krisen... Vielen Dank für die Werbung. Klar, ich habe ja für das andere Buch auch schon geworben, jetzt will ich Ihr Buch auch nicht unerwähnt lassen, dass Sie angesichts der Krisen und Nationalisierungstendenzen in Europa den Zwang zu noch mehr Integration in Europa sehen. Die Frage, die da anschließt, nämlich an der Frage, ob es eigentlich in den 70er Jahren erst diese Sicherheitspolitik überhaupt in den Fokus gerückt ist, war Europa nicht immer mehr und ist es auch in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch mehr sehr viel stärker durch eine ökonomische Idee geprägt als durch die friedenspolitische Idee oder die sicherheitspolitische Idee? Und wenn ja, was folgt daraus? Wie sehr kann die Integration Europas überhaupt diese friedens- und sicherheitspolitische Perspektive schaffen? Ja, ich glaube, Professor Patel hat das ja gerade schon gesagt. Wir haben, wenn Sie so wollen, nach dem Scheitern 1954, dieses ersten Versuchs, eine sicherheits- oder verteidigungspolitische Organisation in Europa, damals gab es noch nicht die Europäische Union, aber es gab die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft immerhin, als das scheiterte, waren wir in der glücklichen Lage, dass wir die Käseglocke der NATO hatten. Diese Käseglocke, die unsere amerikanischen Partner über uns erstreckten in der Zeit des Kalten Kriegs, mit anderen Worten bis hinein in die Zeit des Ende des Kalten Kriegs, fortdauernd bis heute, hat es uns erlaubt, so sehen das jedenfalls viele meiner amerikanischen Freunde, die sagen, wir haben es euch eigentlich ermöglicht. Ihr hättet es doch gar nicht selber stemmen können, euch gegen sowjetische nukleare Bedrohungen zu wehren. Darauf wart ihr doch gar nicht gerüstet und vorbereitet. Also ich glaube, die allmähliche Herausbildung einer außenpolitischen Identität, außenpolitischer Zielsetzungen, das Denken des Vorläufers der Europäischen Union über die Grenzen der EU hinaus, da tauchte der Begriff auf, können wir Stabilität exportieren? Ich kann mich erinnern, in meinen ersten Jahren im Auswärtigen Dienst als Jungdiplomat in den 70er Jahren war das eine außerordentlich beliebte Denkfigur in der Bundesregierung. Wenn es so ist, dass das europäische Modell, nennen wir es mal so, etwas Einzigartiges ist, kann das ein Modell sein für andere. Nicht wahr? Und wir haben fast wie Missionare damals versucht, auf die südostasiatischen Staaten einzureden. Die haben damals ASEAN gegründet und wir haben denen gesagt, macht's doch wie wir, macht nicht nur so einen losen Zusammenschluss, sondern verpflichtet euch zu diesem Ziel, bei uns nannte man das Ever Closer Union, also eine immer stärkere Integration, der Begriff der Integration,
Das ist friedensstiftend. Das wird euch zu Stabilität und auch zu Prosperität verhelfen. Ähnliches haben wir damals versucht in unserem Überschwang. Viel ist leider nicht draus geworden, mit beispielsweise dem Golfkooperationsrat am Persischen Golf, den Golfstaaten. Wir haben sozusagen propagiert, dass wir sozusagen den Stein der Weisen gefunden haben, wie man in einer Region Krieg ausschließt unter den Mitgliedern. Und das waren die ersten Versuche, ein kleines bisschen Außenpolitik zu betreiben. Richtig ernst wurde es aber für die Europäische Union, für uns in der EU, denke ich, erst nach dem Aufbrechen des Kalten Kriegs und mit dem Ausbrechen der Konflikte auf dem Balkan. Denn vielleicht darf ich das noch hinzufügen, damals, auch vielleicht im Überschwang eines gewissen aufkeimenden Selbstbewusstseins, gab es den Spruch eines Außenministers der Europäischen Union, das war Jacques Poos aus Luxemburg, der sagte, als der Krieg auf dem Balkan ausbrach, 92, 93, das ist die Stunde Europas. Ja, das packen wir jetzt an, jetzt greifen wir aus und schaffen Frieden. Wir sind kläglichst gescheitert. Wir hatten nämlich nichts dafür. Wir hatten weder die militärische Macht, noch die Abstimmung, noch den politischen Willen, dort tatsächlich einzugreifen und Frieden zu schaffen. Aber das war sozusagen die erste wirkliche Probe, aus der man dann lernen konnte. Und wir kommen sicherlich noch auf spätere Phasen wieder zurück. Darf ich da vielleicht gerade einhaken? Ich würde Ihnen ganz recht geben, für die Sicherheitspolitik, für die Außenpolitik würde ich argumentieren wollen, dass, wenn wir etwas weiter zurückgehen, wir bereits auch schon interessante Ansätze sehen, die aber genau unter dem Mantel des Ökonomischen wiederum fungieren. Was meine ich damit? Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, das ist eben eine dieser komplizierten Unterorganisationen, die zur Europäischen Union unserer Tage geführt hat, hat sich früh darauf festgelegt, in handelspolitischen Fragen. Das heißt, wenn es um Handel gegenüber Drittstaaten geht, gemeinsam zu sprechen und zu verhandeln. Die Weltwirtschaftshandelsorganisation kennen Sie wahrscheinlich, der Vorläufer war das GATT, und in diesem Kontext gelang es tatsächlich bereits in den 60er, 70er Jahren immer wieder mit einer Stimme zu sprechen. Das hätten die Amerikaner leicht torpedieren können, sie haben es aber nicht getan, auch da, wo es den Amerikanern nicht gefiel, zum Beispiel in den Agrarverhandlungen. Und das ist eigentlich da, wo die europäische damalige Wirtschaftsgemeinschaft zum ersten Mal als so etwas wie der Ansatz eines weltpolitischen Akteurs auftrat. Und das war eben aus dieser Logik, von der ich vorhin schon versuchte zu sprechen, gespeist, über die Wirtschaft einen Hebel für internen Zusammenschluss, aber auch für eine weltpolitische Rolle zu generieren. Und ich glaube, das zeigt auch wieder einen Teil der Gründe für diese Selbstüberhebung von Herrn Poos und anderen, von denen Sie gerade gesprochen haben, Herr Botschafter Ischinger, warum man eigentlich dachte, naja, jetzt sind wir doch eigentlich so weit. Und es zeigte sich eben, dass, wenn Sie so wollen, im Bereich der Softpower, also des wirtschaftlichen und anderer Formen von Infrastrukturkooperation und so weiter, bis dahin schon, bis zum Ende des Kalten Krieges, die Europäische Gemeinschaft, Union, bereits wichtige Kapazitäten aufgebaut hatte. Aber da, wo es um Sicherheitspolitik im engeren Sinne geht, um Hardpower, eben das überhaupt nicht der Fall war. Und das erklärt dann auch, wenn man so will, den großen Unterschied, die Kluft, wenn Sie so wollen, zwischen dem, was man erhoffte und meinte, für sich in Anspruch zu nehmen, und dem, was in den 90er Jahren passierte. Ich würd vielleicht sozusagen aus meiner Erfahrung als Praktiker der Außenpolitik noch eins hinzufügen. Wenn Sie sich mal vorstellen, die Europäische Union der ursprünglichen 6 oder der 9 oder der 12 oder der 15, das hat sich und dann kam plötzlich die große Erweiterung im Jahr 2004 mit 10 neuen Mitgliedern. Wenn Sie sich mal diesen Kreis vorstellen, da saß ein Vertreter Frankreichs, ein Land, das sich bis heute selbst als globale Macht definiert. Ein Land mit Nuklearwaffen, ein Land mit territorialen Besitzungen im Südpazifik, ein Land mit territorialen Besitzungen im Nordatlantik. Die haben da so eine kleine Felseninsel vor der kanadischen Küste. Da weht immer noch die französische Flagge. Dann haben sie da Französisch-Guayana in Südamerika und so weiter. Also Frankreich, meine französischen Kollegen definieren sich zu Recht als global präsent.
eine Vorstellung, die für uns Deutsche im Nachkriegsdeutschland völlig fremd sein muss, weil wir keine dieser Attribute haben. Trotzdem nehmen wir, weil wir so eine wichtige Exportnation sind, am Weltgeschehen natürlich mit größtem Interesse teil. Die Freiheit der Seewege hat Frau Gramp-Karrenbauer kürzlich noch einmal völlig zu Recht gesagt, ist natürlich für so ein exportabhängiges Land wie wir enorm wichtig. So, das sind die Großen in dieser Europäischen Union oder in dieser damaligen, dieser Vorläuferorganisation. Dann nehmen Sie mal so ein kleines Land wie Österreich oder Luxemburg oder vielleicht auch Portugal. Das sind Länder, die an der Weltpolitik, am weltpolitischen Geschehen höchstens durch Erklärungen teilnehmen können, weil ihnen weder die eigene wirtschaftliche Macht so eigen ist, noch haben sie militärische Strahlkraft. Also die wissen ganz genau, wenn wir überhaupt nur ein kleines bisschen ernst genommen werden wollen bei weltpolitischen Vorgängen, dann wird das nur der Fall sein, wenn wir uns gemeinsam als einer von 9, 12, 15 oder heute 28 präsentieren. Nur, das Problem ist, die Identität, das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, Außenpolitik zu betreiben, die ist zwischen den Großen, also hier Frankreich, Großbritannien, vielleicht auch ein kleines bisschen die Bundesrepublik Deutschland, das wiedervereinigte Deutschland, und den kleinen Staaten völlig unterschiedlich ausgeprägt. Die Erfahrungen sind vollkommen anders. Hier, ich will nur darauf hinweisen, hier Einigkeit, Kompromisse herbeizuführen, eine gemeinsame Haltung herbeizuführen, völlig unabhängig von der Frage, was für Regeln, was für Entscheidungsprozeduren haben wir, ist ungeheuer schwierig. Ist ungeheuer schwierig. Jeder hat auch seine Innenpolitik. Und selbst diese kleinen Staaten, die heutzutage die baltischen Staaten beispielsweise, haben natürlich ihre eigenen innenpolitischen Zwänge, die wir, ob wir es nun wollen oder nicht, bei unseren Diskussionen in der Europäischen Union auch in Betracht ziehen müssen. Die können wir nicht einfach mit der Dampfwalze übersehen wollen. Das macht die Beschäftigung mit Außenpolitik und das Herbeiführen von Entscheidungen in diesem Kreis von 28 zu einer wirklich herkulischen Aufgabe. Wirklich schwierig. Das ist aber keine Erklärung, warum Sie so spät damit angefangen haben, denn anfangs war es ja dann eben in den Vorläuferorganisationen eben noch nicht so kompliziert. Die antikommunistische Stoßrichtung nach dem Zweiten Weltkrieg war sehr eindeutig. Der Europäischen, das, was später dann die Europäische Union waren, die Vorläuferorganisationen. Und eigentlich war es ja auch so, dass es immer mal wieder Stimmen gab, die so einen eigenständigen dritten Weg zwischen den beiden Blöcken vorgeschlagen haben, die sich aber erst gar nicht durchsetzen konnten. Sie haben gerade gesagt, eigentlich der Wegfall des Kalten Krieges hat dann die Möglichkeit, zum außenpolitischen Akteur zu werden, gegeben. Ist das nicht ein bisschen verrückt, dass dann eigentlich dieses Friedensstiftende tatsächlich in einer Zeit des Krieges, also des Kalten Krieges, nicht möglich war durch die EU, obwohl sie da eigentlich hätte eine Rolle einnehmen können, dadurch, dass sie ja zwischen den Blöcken stand? Wie kommt das? Also die Europäische Union stand ja nicht wirklich zwischen den Blöcken. Es gab diese Hoffnung, durch den Zusammenschluss westeuropäischer Staaten in den späten 40er Jahren gab es sogar auch Ansätze, blockübergreifend verschiedene europäische Staaten zusammenzubringen, dem Kalten Krieg etwas entgegenzusetzen. Kaum bekannt ist zum Beispiel die United Nations Economic Commission for Europe. Das ist eine internationale Organisation, die bis heute besteht, 1946 gegründet, die genau den Ansatz hatte, Ost und West zusammenzubringen, die aber bald marginal wurde, weil eben die prägende, die brutale Realität des Kalten Krieges dann dominierte und all jene Kräfte, die in der Anfangszeit gehofft hatten, dieses Europa, das institutionelle Europa, als dritten Weg zwischen Ost und West zu konstituieren, marginal blieben. Es gab natürlich auch in der Folgezeit immer wieder Ansätze in diese Richtung. Zum Beispiel hat auch der französische Präsident Charles de Gaulle, der natürlich für die Geschichte der europäischen Gemeinschaft der 60er Jahre eine immens wichtige Rolle spielte, immer wieder versucht, mit seinen Vorstellungen europäischer Einigung auf Distanz zu gehen zu den USA und eher nochmal zu sagen, wir können uns auf diese Sicherheitsgarantie nicht dauerhaft verlassen. Wir brauchen zum Beispiel auch im Bereich der Außenpolitik neue eigene Impulse und hat entsprechende Vorschläge gemacht, die nicht funktionierten. Ich würde
einfach nochmal sagen wollen, wenn Sie so wollen, Gläser sind oft halb voll oder halb leer. Und was Herr Botschafter Ingschinger uns sagte, ist genau, glaube ich, nochmal ein guter Hinweis darauf, dass angesichts der Komplexität, vor allen Dingen auch mit steigender Zahl von Mitgliedstaaten, die Frage eigentlich, wie man sich überhaupt auf irgendwas einigen kann, fast schon an ein Wunder gleicht. Und insofern kann man diese Geschichte einerseits erzählen als Geschichte von Niederlagen, und ich könnte Ihnen jetzt Dutzende davon aufzählen, seit den 70ern und auch davor, oder eigentlich auch nochmal fragen, wo sind denn Ansätze, wie etwas dann vielleicht auch Konstruktives für die Mitgliedstaaten, aber auch weltpolitisch letztendlich zustande kommen kann. Also insofern, glaube ich, gibt es beiderlei Geschichten, die man dazu auch erzählen kann. Ich würde da gerne aber nochmal nachfragen, warum hat es denn im ökonomischen Bereich geklappt, sich auch ein Stück weit von den USA abzusetzen, im sicherheitspolitischen Bereich aber eben nicht? Also ich glaube, zum einen hat es damit zu tun, dass die USA das auch akzeptiert haben. Wir sollten die Übermacht der USA ökonomisch für die Zeit gerade des Kalten Krieges, ich rede vor allen Dingen von der Zeit bis Ende der 60er Jahre, nicht unterschätzen. Und ich habe mir auch die Mühe gemacht, die Akten in den USA anzuschauen, mit denen zum Beispiel die US-Präsidenten in der Zeit gebrieft wurden. Und dann war zum Beispiel immer klar, dass diese gemeinsame Agrarpolitik, die viele von Ihnen vielleicht auch eher als Ärgernis verstehen, für die Bauern in Kentucky und in Ohio ein viel größeres Ärgernis darstellte. Aber jeder US-Präsident, einer nach dem anderen, wurde gebrieft, wir akzeptieren das trotzdem, weil das ein Ausgangspunkt ist, um Westeuropa zu stärken, und das brauchen wir welt- und sicherheitspolitisch. Wenn wir das sozusagen destruieren, dann ist jeder konstruktive Ansatzpunkt, um diese westeuropäischen Kleinstaaten, wir wissen gar nicht alle, wie sie heißen, dann letztendlich zusammenzubringen, das geht dann nicht mehr weiter. Und das war erstmal der Ausgangspunkt. Also insofern gab es das. Und das Zweite war natürlich innerhalb der Gesellschaften selbst, dass es da auch immer kommerzielle Anreize gab, weiter sich irgendwie zusammenzuschließen. Auch das ist eine konfliktträchtige Geschichte. Insofern will ich das auch nicht nur als einfaches Vorwärtsschreiten beschreiben wollen, weil zum Beispiel natürlich, wenn Sie, das weiß in Hamburg jeder, wenn Sie einen Markt sich neu eröffnen, Sie auch neue Konkurrenz fürchten müssen. Und deswegen gab es zum Beispiel auch in Frankreich immer wieder intensive Widerstände gegen dieses ökonomische Projekt. Aber trotzdem erwies sich das immer wieder als Hebel, um neue Projekte innerhalb des ökonomischen Rahmens für sich zu eröffnen. Und zugleich eben war die Sicherheit so viel schwieriger, weil Politik so viel schwieriger, weil, um es ganz knapp zu sagen, dass eine Kernkompetenz staatlichen Handels in der Neuzeit darstellt. Moderne Staaten verstehen sich natürlich auch über die Sicherheit, die sie hergestellt haben, und insofern in diesen Kernbereich staatlichen Agierens einzudringen und in den nochmal wirklich weiterzugehen, vielleicht zu vergemeinschaften, Kompetenzen auf eine supranationale Ebene zu verlagern, immer immens viel kontroverser geblieben ist. Nicht unmöglich, aber deutlich kontroverser geblieben ist und deswegen die nationalen Widerstände sehr viel größer. Und ich glaube, Herr Botschafter Ischinger hat uns mal darauf verwiesen, dass das Interesse von Großbritannien, von Frankreich als Atommächten natürlich ganz besonders qualifiziert ist in diesem Zusammenhang, weil sie sich fragen müssen, was haben wir eigentlich zu gewinnen, wenn wir uns mit Luxemburg zusammentun oder mit Estland, und für die kleineren Staaten das Interesse natürlich etwas anders wiederum gestaltet. Es gab mal in den 60er Jahren und 70er Jahren einen belgischen Außenminister, der dann auch mal eine Weile Mitglied der EU-Kommission, der damaligen Kommission war. Und der hat diesen wunderbaren Satz geprägt, den ich mir schon vor langen Jahren gemerkt habe, der also wirklich den Kern der Sache trifft. Der sagte, in der EU oder in der damaligen EG gibt es genau zwei Kategorien von Staaten, nämlich kleine Staaten und solche, die noch nicht kapiert haben, dass sie klein sind. Das hat der vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren gesagt. Vor fast 50 Jahren. Das ist aber heute immer noch relevant. Ich habe das kürzlich einem Mitglied des House of Lords nochmal erklärt und habe ihm tief in die Augen geschaut. Der hat das auch verstanden, was ich damit sagen wollte. Ja. Zum Thema Frieden stiften durch Europa kann man ja tatsächlich auch sehen, dass das am Anfang sehr mühsam war. Sie haben die schöne Geschichte erzählt über die Kuba-Krise 62, dass der Ministerrat über Importregelungen für Obst und Gemüse redete, während sich die Lage zuspitzte. Warum hat man damals das überhaupt noch nicht als Thema gesehen, wo man zumindest mal irgendwie sich äußert, eine Position deutlich macht oder zumindest in irgendeiner Form eine gemeinsame Haltung entwickelt? Das vielleicht mal kurz irgendwie auszuführen.
Sie wissen wahrscheinlich, dass die Kuba-Krise eigentlich die schlimmste Krise in der Zeit des Kalten Krieges darstellte, in den frühen 60er Jahren, als die Welt kurz vor dem Abgrund stand und sich die Frage stellte, ob es irgendeine Möglichkeit geben sollte, diese geplante Stationierung von Atomwaffen auf Kuba seitens der Sowjetunion, also vor der Haustür der USA, in irgendeine Form von friedlicher Lösung zu überführen. Ich habe mir da mal irgendwie Mühe gemacht, mir anzuschauen, was in Brüssel in der Zeit diskutiert wurde. Und es waren eben Details des Haushaltes und der Agrarpolitik und aller möglicher technischer Dinge. Man könnte eben sagen, die Europäische Union, wenn es sie damals schon gegeben hätte, die Vorläufer, waren viel zu beschäftigt, um auch noch die Welt zu retten. Das wäre so eine Art, das zusammenzufassen. Und die Frage ist eben, warum? Und die Antwort lautet darauf eigentlich, weil man realistisch war. Ich glaube, das wäre die beste Art, das zusammenzufassen. Man hatte nicht die Kompetenzen. Und insofern gab es auch am Rande dieser Sitzung durchaus Gespräche. Der Außenminister, französische Außenminister Couve de Mourville sagte, wir sind auf der amerikanischen Seite, auch wenn wir nicht gefragt wurden. Die beiden Supermächte haben das weitgehend unter sich selbst ausgemacht. Und eben, was hätten eigentlich die europäischen Staaten Westeuropas beitragen können? Sicherheitspolitisch jedes Land etwas für sich. Die Europäische Gemeinschaft hatte, und da muss das Recht auch nochmal erwähnt werden, gar nicht Kompetenzen, um in dieser Frage wirklich beizutragen. Ich verwende manchmal die Metapher eines Kokons. Im Grunde hat sich die Europäische Gemeinschaft in ihrer Anfangszeit vor allen Dingen deswegen entwickeln können, weil sie, wenn Sie so wollen, so wie so im kleinen Kokon sich befand und der großen, der wirklich wichtigen weltpolitischen Fragen eigentlich enthoben war, sich mit denen gar nicht beschäftigen musste und so erst einmal aus sich selbst heraus in dieser Zeit, in der es so wichtig war, erst einmal, und das war der Einstieg unseres Gespräches, Vertrauen wiederherzustellen zwischen den vormals Vereinigten Staaten, über gewisse, eher technische Fragen sich zu einigen, um dann auf dieser Grundlage in den jüngeren Jahrzehnten, vor allem seit den 70er Jahren und dann nochmal verstärkt seit den 90er Jahren, die wirklich größeren weltpolitischen Fragen überhaupt erst angehen zu können. Also das ist, wenn Sie so wollen, kein Masterplan. Das war niemand, der sich das genauso in den 40er Jahren überlegt hat, sondern ein fast schon historischer Zufall. Nein, das war auch verkehrt. Es war das Handeln vieler, das sich im Nachhinein als solches ergibt und das eben erklärt, warum die Europäische Union dann letztlich zu dieser so bedeutsamen Rolle sich entwickeln konnte. Das war meines Erachtens aber in der Anfangszeit keineswegs klar, dass das gelingen würde. Also insofern, auch da wäre fast schon ein Wunder oder eine Überraschung zumindest angemessen zu reden, weil je genauer man sich mit der Geschichte beschäftigt, desto unwahrscheinlicher erscheint dieses europäische Projekt eigentlich. Darf ich da vielleicht auch nochmal einhaken? Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um mal darauf hinzuweisen, in welcher Lage eigentlich die damalige Bundesrepublik Deutschland sich befand. Wir hatten der Zeit, die Sie jetzt beschreiben, in 60er, 70er, ja noch in den 80er Jahren, ein einziges grundsätzliches Staatsziel, nämlich die Möglichkeit der Wiedervereinigung nicht zu verbaseln, die Tür offen zu halten und nach Möglichkeiten zu suchen. Stichworte wie Entspannungspolitik. Nur, da waren wir auch völlig abhängig. Vergessen Sie nicht, meine Damen und Herren, das ist vielleicht für die jüngere Generation gar nicht vorstellbar. Wir waren nicht wirklich souverän, wenn der deutsche Bundeskanzler, also der Bundeskanzler der damaligen Bundesrepublik Deutschland oder der Außenminister nach Berlin reisen wollte, dann konnte man das nur in einem amerikanischen Flugzeug tun. Wir wurden dann, ich bin da öfter mitgeflogen, wurden da von so einem alten, wackeligen amerikanischen Bomber abgeholt. Da gab es noch nicht mal einen Kaffee in diesem Flieger. Und dann landete man, passen Sie auf, dann landete man in Berlin und da standen dann aufgereiht, wie so auf der Perlenschnur, der Stadtkommandant des Vereinigten Königreichs, der Stadtkommandant Frankreichs, der Stadtkommandant der Sowjetunion und der Stadtkommandant der USA, die grüßten zackig militärisch. Und damit war klar, wer hier Herr im Hause ist. Nämlich nicht wir, sondern die vier Mächte in der früheren deutschen Hauptstadt. Also für die Bundesrepublik Deutschland war eine besondere, wenn Sie so wollen, Zwangslage, die andere nicht so hatten. Frankreich hatte andere Sorgen als wir. Deswegen haben wir dann übrigens sehr stark unterstützt durch die USA und durch viele andere Partner, in den 70er Jahren versucht, im Zuge der Entspannungspolitik das Instrument der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu nutzen, als ein Vehikel, um der
dem deutschen Ziel der Entspannungspolitik eine breitere Basis zu geben. Das ging aber nur eingebettet und sozusagen unter der Käseglocke des amerikanischen Schirms. Der war unerlässlich, sonst wären wir da verloren gewesen. Also ich wollte nur darauf hinweisen, so ganz frei in dem, was wir damals konnten und machten, waren wir nicht, weil wir ein Land waren, das geteilt war und das nach seiner eigenen Verfassung, wir haben bei jeder Gelegenheit den sogenannten Brief zur deutschen Einheit überreicht und den konnte ich auswendig. Ich bin nachts aufgewacht und habe mir den Brief zur deutschen Einheit selber nochmal vorgelesen, weil das war unser Grundhandwerkszeug. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, das war eine besondere Lage, in der sich Deutschland befand, anders als die Partner. Und das machte außenpolitische Exkurse oder Versuche natürlich doppelt problematisch. Vielleicht darf ich da nochmal einhaken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und es erklärt auch nochmal, warum sich die Bundesrepublik innerhalb der Geschichte der Europäischen Union eigentlich immer anders verhalten hat als andere Staaten. Was meine ich damit? Es gab einen ganz besonderen Anreiz, Kompetenzen eigentlich nach Brüssel abzugehen. Und warum? Weil man die eigentlich im Zweifelsfall gar nicht selber hatte. Insofern war das fast schon ein Taschenspielertrick. Ein gutes Beispiel wäre die Verteidigungsgemeinschaft, weil es eben so war, dass die junge Bundesrepublik vor 1955 gar nicht die Möglichkeit hatte, eine eigene Armee wieder aufzustellen. Insofern war diese Idee, wir machen das europäisch, einer, wo der Kanzler Adenauer als alter schlauer Fuchs sagte, na Mensch, dann kriegen wir auch wieder Soldaten im Grunde. Und nachdem diese Idee einmal aus in der Welt war, war es auch so, dass als man dann den Weg über die NATO ging, damit Souveränität deutscherseits erreicht wurde. Und Ähnliches könnte man auch über spätere Schritte, inklusive dem Maastrichter Vertrag, sagen. Also insofern musste ein Land wie Frankreich sich natürlich immer fragen und vielleicht noch mehr Großbritannien, wieso sollen wir das eigentlich abgeben? Ist doch alles prima bei uns, während das für die Bundesrepublik aufgrund ihres historischen Erfahrungshaushaltes, der Ausgangskonstellation nach 1945, dieses ganz besondere Motiv gab. Und ich glaube, das müssen wir uns auch mal vergegenwärtigen, wiederum, wie unwahrscheinlich das eigentlich war, wie sehr auch wiederum der Weg der Einigung nach 1945 dieser Sonderkonstellation des Kalten Krieges, der Teilung Deutschlands geschuldet war. Aber als Friedensengel kann man die Europäische Gemeinschaft dann ja auch eigentlich nicht bezeichnen in dieser Zeit, weil sie ja auch in Konflikten, die die Mitgliedstaaten mit Dritten hatten, sich eigentlich relativ rausgehalten hat. Also im Algerienkrieg, den hat Frankreich, also es wurde nicht verhindert, dass Frankreich oder andere Länder, England dann später 82 im Falklandkrieg, dass die Kriege führen. War das einfach ein Thema, wo man gesagt hat, das ist einfach die Souveränität der einzelnen Staaten oder warum gab es da keine stärkere Bemühung, Frieden zu schaffen, wenn man jetzt eben auch gerade von diesem Preis ausgeht, den die EU bekommen hat? Also Algerien ist ein gutes Beispiel. Algerien, das ist interessant, das weiß eigentlich kaum jemand, war zu Beginn sowas wie fast ein Teil der Mitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das hat damit zu tun, dass aus der französischen Kolonialgeschichte heraus Algerien nicht einfach nur als Kolonie, wie jetzt zum Beispiel Tunesien oder andere, Madagaskar gesehen wurde, sondern als Teil der Union Française. Und insofern als der Unabhängigkeitskrieg in den späten 50er Jahren begann, dass an quasi die Existenz Frankreichs auch rührte. Das weiß heute eigentlich kaum noch jemand und deswegen weiß heute kaum auch jemand, dass das, als die Franzosen oder als Algerien sich von Frankreich 62 unabhängig machte, Algerien auch damit aus dem Gemeinschaftsprojekt ausgetreten ist. Das macht eigentlich die Frage, die Sie aufwerfen, nur noch brennender, warum man dann eigentlich aus der Europäischen Gemeinschaft nichts daraus tat. Und der Grund ist wiederum ganz einfach, weil das einfach eine damals noch zu nachrangige, zu technische Organisation war. Wer hätte denn das auch wagen können, dann Charles de Gaulle etwas entgegenzuhalten in der Frage? Ich meine, im Grunde waren alle daran interessiert, eine friedliche Lösung des Konfliktes herbeizuführen. Er war es dann, der nach dem langen Bürgerkrieg auch ein Einsehen hatte und sagte, wir geben dem Land die Unabhängigkeit. Also insofern muss man da die Geschichte auch sehen. 82 beim Falklandkrieg war das anders. Da war es eben interessant, dass wiederum die anderen Mitgliedstaaten nicht sagten, dass Großbritannien den Krieg nicht zu führen habe, sondern umgekehrt sich an den Sanktionen gegen Argentinien. Sie wissen, Falklandinseln liegen da irgendwo kurz vor Argentinien im Südatlantik und sind eben, wie Herr Botschafter Ischinger sagte, für Frankreich ein Teil des britischen Weltverständnisses immer gewesen, dass das Teil des britischen Reiches auch nach dem Ende des Empires sein sollte. Und insofern traf das eben auch die britischen quasi politischen Debatten im Kern. Und da war eben das Verständnis, nein, juristisch haben die Briten recht und deswegen stehen die Europäer bei den Sanktionen, die man in London wollte. Witzigerweise sieht man da in den britischen Akten,
dass die Briten eigentlich gar nicht erwartet hatten, dass die kontinentaleuropäischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union mitgehen würde mit diesen Sanktionen. Das passierte aber dann eine erstaunlich lange Zeit. Und insofern ist es richtig, weltpolitisch heißt Frieden nicht Pazifismus. Das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Unterscheidung. Und in dieser Frage war es auch noch in den frühen 1980er Jahren so, dass die Europäische Gemeinschaft nicht unbedingt immer für Deeskalation stand. Aber ich möchte das auch gleich mit einem Satz noch qualifizieren. Wenn wir uns dann die zweite Hälfte der 80er Jahre oder auch schon eigentlich die ganzen 80er anschauen, dann müssen wir uns nochmal den Konflikt des Kalten Krieges vor Augen führen. Und in dieser Hinsicht würde ich argumentieren wollen, dass die Europäische Union der damaligen Zeit, die Gemeinschaft, durchaus zur Deeskalation beigetragen hat. Wie wiederum? Mit dem, was sie am besten konnte, und das war wieder mit Wirtschaftspolitik. Das heißt, als es zum Beispiel 1982 in Polen zum Kriegsrecht kam, hat man, wie die USA auch, und die haben das stark durchgesetzt, Sanktionen gegenüber dem Ostblock durchgeführt, aber solche, die quasi symbolisch wichtig waren, ein bisschen auch wehtaten, aber nicht allzu sehr, weil gerade in Westeuropa man sagte, wir haben kein Interesse an einer weiteren Eskalation des Kalten Krieges. Wir wollen in Europa nicht dieses neue Spiel der Eskalation der Supermächte, denken Sie auch mal an den Afghanistan-Krieg der damaligen Zeit, mitmachen und haben sich da erstmals etwas abgekoppelt von den Supermächten und ihren damals eben eher radikalisierenden Dynamiken. Also insofern würde ich da sagen wiederum, dass über das Instrument der Wirtschaft durchaus auch ein deeskalierender Impuls zu sehen ist, der aber natürlich auch noch nicht mit einem Riesentriumph zu verwechseln wäre. Aber da würde ich auch noch mal, glaube ich, argumentieren wollen, dass wir auch heute noch mal in unserer Zeit ganz besonders aufpassen müssen, dass wir Diplomatie nicht falsch verstehen. Und ich habe den größten Respekt vor Leuten wie Ihnen und Ihnen konkret, die eben wissen, dass Diplomatie das langsame Bohren von sehr harten Brettern ist und dass quasi schnelle und komplette Erfolge eigentlich fast nie zu erzielen sind. Und dass man deswegen auch da, glaube ich, einen realistischen Maßstab eigentlich vor Augen sich führen muss und dann wieder realistisch und mit Augenmaß schauen muss, was kann eine gewisse Organisation eigentlich erreichen und welche Komplementarität von Organisationen, von Akteuren braucht man eigentlich, um gemeinsam zum Erfolg zu kommen? Also die europäischen Mächte, die klassischen europäischen Mächte wie Frankreich, Vereinigte Königreich, die haben in der Tat, Sie haben es ja gerade geschildert, noch in den 60er Jahren, im Falle des Vereinigten Königreichs, noch Anfang der 80er Jahre, tatsächlich eigene Konflikte ausgetragen. Also die Briten schickten da ein paar Schlachtschiffe und Kreuzer auf die Falklandinseln. Ich würde jetzt mal Folgendes behaupten. Ich glaube, der Falklandkrieg war der letzte derartige Krieg, in dem ein Mitglied der jetzigen Europäischen Union selber in den Krieg zieht. Das ist jetzt ja auch schon fast 40 Jahre her. Und wenn Sie mal sich vor Augen führen, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, dann stellen Sie fest, dass zumindest im Falle Frankreichs die Begierde immer größer wurde. Dort, wo Frankreichs Rolle noch gefragt war, etwa bei der Stabilisierung bestimmter früherer Kolonien in Afrika, doch bitteschön die EU-Partner mit einzubeziehen. Frankreich kam zu uns und sagt, könnt ihr nicht mitwirken? Wir haben im Deutschen Auswärtigen Amt über lange, lange Jahre das Gefühl gehabt, die Franzosen kommen ständig an, wollen uns in ihre postkolonialen Händel hineinziehen. Das ist das Allerletzte, was wir machen wollen. Jetzt, darauf wollte ich nur hinweisen, das hat sich ja ganz grundsätzlich verändert. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn wir jetzt hier eine Abstimmung im Saal machen würden, aber es gibt Meinungsumfragen in der deutschen Bevölkerung, die erstaunlicherweise einsieht, dass eine deutsche Präsenz, militärische Präsenz in der früheren französischen Kolonie Mali aus deutscher sicherheitspolitischer Sicht Sinn macht. Das ist aber neu. Das ist eine Errungenschaft der letzten paar wenigen Jahre. Ja, und ich glaube, die Zeiten sind vorbei, in denen Frankreich es für eine gute Idee halten würde, die eigenen Ressourcen in einen militärischen Konflikt zu investieren, den man alleine führt. Ich glaube, die Zeiten sind auch für das Vereinigte Königreich vorbei. Vielleicht wird das Vereinigte Königreich sich vor neue Probleme gestellt sehen, wenn es mal ausgeschieden ist. Aber jetzt, in der jetzigen Europäischen Union,
in der wir tatsächlich ja auch außenpolitische Entscheidungsprozesse haben, zwar schwerfällige und so weiter, da hat sich doch ein gewaltiges Umdenken entwickelt seit den schwierigen und zum Teil gescheiterten Versuchen, Stabilität nach außen zu projizieren, Stabilität zu exportieren. Balkankriege haben wir schon erwähnt in den 90er Jahren, Kosovo, die Expedition, an der wir und andere teilgenommen haben, nach Afghanistan, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, ja, muss man sich mal vorstellen. Also da hat sich dann doch viel verändert und wir sind heute in einer Phase, in der die Europäische Union sich tatsächlich vor die Frage stellt, sie tatsächlich ein sicherheits- und auch verteidigungspolitischer Akteur sein zu wollen. Die Frage ist, ob wir es sein können. Und ich würde mal behaupten, wenn die Europäische Union, die spätestens seit dem Lissabonner Vertrag, aber auch schon vorher, Maastricht, in der Handelspolitik beispielsweise relativ leicht mit einer Stimme sprechen kann, weil da gibt es ein Mandat, das dann der Kommissionspräsident, also künftig Frau von der Leyen, hat, um die 500 Millionen Europäer dem amerikanischen Präsidenten gegenüber zu vertreten und bestimmte Positionen durchzuführen. Wenn wir ein ähnliches System in der Außenpolitik hätten, um mit einer Stimme zu sprechen, um die 28 oder vielleicht künftig 27 Staaten, das sind dann immer noch 450 Millionen Menschen, mit relativ viel militärischer Macht. Wir tun zwar immer so, als hätten wir gar keine, aber wenn Sie mal alles zusammenzählen, haben wir relativ viele Soldaten und auch relativ viele Flugzeuge. Also ist ja nicht nichts, was die Europäische Union hat. Sie kann durchaus auch Macht zeigen, wenn sie das wollte. Wir brauchen aber einen anderen Entscheidungsprozess. Und den herbeizuführen, das ist für mich die große Herausforderung der nächsten Jahre. Ob es gelingt, in der Europäischen Union eine Stimmung zu erzeugen, die in Berlin inzwischen von allen das Ziel wird inzwischen in Berlin von, glaube ich, mehr oder weniger allen geteilt, dass es wünschenswert wäre, dass wir das Prinzip der sogenannten qualifizierten Mehrheitsentscheidung auch in der Außenpolitik peu à peu, schrittweise einführen und anwenden, damit der Rest der Welt zur Kenntnis nehmen kann, dass die Europäische Union nicht nur eine Wirtschaftsmacht, sondern auch eine außenpolitische Macht sein möchte, nicht um Territorien zu erobern im mittelalterlichen Sinn, sondern um tatsächlich eine friedensstiftende Rolle als Europäische Union ausüben zu können. Lassen Sie mich danach fragen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist aber der Jugoslawien-Konflikt so der entscheidende Dreh- und Angelpunkt für dieses Selbstverständnis gewesen. Sie waren ja beteiligt an den Verhandlungen vom Dayton-Abkommen 95. Was hätte die EU denn damals anders machen können, sollen und hätte sie das in der aktuellen Lage damals überhaupt gekonnt? Also wären Alternativen überhaupt möglich gewesen? Das sind die Handlungsspielräume, nach denen die Historiker ja immer gerne fragen. Präsident Mitterrand hat im Zuge der Jugoslawien-Wirren sich einmal an den damaligen Bundeskanzler gewandt und die Frage aufgeworfen, ob wir beide, Frankreich und Deutschland, da Truppen hinschicken sollen, ob wir intervenieren sollten. Wir waren damals, also wir sprechen jetzt von der ersten Hälfte der 90er Jahre, da war mal die deutsche Wiedervereinigung mal gerade 5 Jahre alt oder 4 Jahre alt. Wir waren damals dazu nicht imstande. Der damalige Bundeskanzler Kohl war der Meinung, die ich auch heute noch achte, er war der Meinung, wenn wir deutsche Soldaten auf den Balkan schicken, selbst wenn es für einen guten Zweck ist, dann wird das dort vor Ort Erinnerungen wachrufen an Gräueltaten der Wehrmacht und dann wäre die Präsenz deutscher Soldaten kontraproduzent. Das, sozusagen, wir wären dann eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Das war für ihn, für Helmut Kohl damals eine große, große Sorge. Und deswegen haben wir, ich würde mal sagen, fast in homöopathischen Formen
uns dann an diesen Aktivitäten beteiligt. Der erste Durchbruch kam, als dann beschlossen wurde in der Bundesregierung, daran sehen Sie mal, wie schwer wir uns das gemacht haben. Der erste Durchbruch kam, als wir beschlossen haben, dass tatsächlich deutsche Soldaten sich beteiligen dürfen, um von der Küste in Kroatien logistische Hilfe, also Transportleistungen, hinein nach Bosnien verlagern, also mit LKWs. Da ging es also nicht um das Schießen von Panzern und auch nicht um das Fliegen von Kampfflugzeugen, sondern es ging nur um Logistik. Das war der erste vorsichtige Schritt, den wir damals bereit waren zu gehen. Ich glaube, das kann man auch nur vor dem Hintergrund unserer eigenen fürchterlichen Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verstehen. Und ich rechne es unseren französischen Kollegen und anderen in der Europäischen Union hoch an, dass die das damals auch verstanden haben, dass die das jetzt nicht als reine Duckmäuserei oder als Wegducken der deutschen Seite verstanden haben, sondern dass das ein berechtigtes deutsches Zögern war in dieser ersten Phase. Trotzdem nochmal nachgefragt, Sie haben vorhin gesagt, das war das Versagen Europas im Jugoslawien. Ja. Was hätte Europa aus Ihrer Sicht machen sollen? Hätten die Truppen schicken sollen? Also war es eine falsche Entscheidung aus Ihrer Sicht? Naja, also sicherlich nicht unter deutscher Führung, aber ich würde mal sagen, der Außenminister Poos hätte den Mund nicht so voll nehmen sollen. Das ist schon mal das Erste. Er hätte nicht sagen sollen, es ist die Stunde Europas. Er hätte vielleicht sagen müssen, mal sehen, ob das die Stunde der NATO sein könnte. Denn dort war der sicherheitspolitische Entscheidungsapparat. Und als dann nach der Nichtdurchsetzung europäischer friedenspolitischer Ziele schließlich mit amerikanischem Druck die NATO tätig wurde, dann war das plötzlich relativ schnell vorbei mit dem Bosnienkrieg. Aber es ging eben nur unter Führung der amerikanischen Seite. Und wenn ich vielleicht mal versuchen darf, so zu tun, als wäre ich selber ein Historiker, was ich ja gar nicht bin, was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, in der ganzen Zeit, die ich überschaue, also seit den 70er Jahren bis heute, haben die USA im Grunde immer darauf bestanden, dass wenn es sicherheitspolitisch kritische Vorgänge gab in Europa, dass die gefälligst unter amerikanischer Führung behandelt, verhandelt und gelöst wurden. Und zwar kann man das, glaube ich, zurückverfolgen bis zur Suez-Krise. Ich glaube, seit Suez, also seit Mitte der 50er Jahre, war man in Washington der Meinung, man kann den Europäern das nicht anvertrauen. Die kriegen das nicht gebacken. Da müssen wir als Friedensmacht Amerika, wie gesagt, Käseglocke, dafür sorgen, dass da nichts schiefläuft. Und das Erstaunliche ist, dass wir jetzt einen Wandel der amerikanischen Politik erlebt haben in den letzten wenigen Jahren. Ich hätte das persönlich gar nicht für möglich gehalten, dass Amerika beispielsweise in der Ukraine-Krise, die 2014 ausgebrochen ist, im Grunde sagte, macht ihr das mal. Wir schauen uns das an, wir reden da auch so ein bisschen mit, aber wir beanspruchen nicht mehr die Führungsrolle, das sollen jetzt mal die Deutschen mit den Franzosen versuchen. Versuchen wir ja auch. Also hier hat sich eine gewisse Wende ergeben. Ich würde das mal so formulieren, wenn wir mutig sind, wenn wir entscheidungskräftig wären als Europäische Union, wäre das tatsächlich jetzt auch eine gewisse Chance, ohne sich mit den USA da anlegen zu müssen, sich sicherheitspolitisch zu emanzipieren als Europäische Union. Die USA würden dem, denke ich, nicht mehr widersprechen wollen. Ich glaube, Emanzipation ist ein gutes Wort, wenn man das eben auch nicht unbedingt als Konkurrenz versteht, ja, sondern richtig, eben als Partnerschaft, die dann etwas stärker auf gleicher Augenhöhe funktionieren könnte. Und ich glaube, Sie haben gerade schon zu Recht gesagt, wenn man die Wehrkapazitäten der Europäischen Union zusammenzählt, dann sind die eigentlich sehr, sehr
groß und beeindruckend. Andererseits gibt es natürlich wiederum die Probleme, dass die Waffensysteme zum Beispiel zu wenig koordiniert sind. Das heißt, insofern gibt es diese Integration nicht, die dann wiederum für Schlagkräftigkeit führt. Und das wäre zum Beispiel, und das passiert ja auch in gewissem Umfang seit einigen Jahren, ein Ansatzpunkt, bei dem man sagen müsste, das muss weitergehen, um dann eben auch wiederum schlagkräftiger zu sein, dass eben nicht irgendwie die Kommunikationswege, aber auch einfach die Waffenleitsysteme und so weiter nicht miteinander hinreichend sprechen können. Also das wäre ein konkretes Mittel. Das Zweite, was ich gerne sagen würde, auch daran anknüpfend, ist, dass die Frage nochmal, wie es dann eigentlich weitergehen kann. Also vielleicht historisch informiert, aber nochmal als Bürger sprechend. Ich glaube, das Interessante ist, dass die ersten außenpolitischen Initiativen, die auch nochmal Sicherheitspolitik betrafen in den 70er Jahren, eben gar nicht institutionell im strengsten Sinne in der Europäischen Union und ihren Vorläufern stattfand, sondern in neuen Gremien, die man außerhalb schuf. Die europäische politische Zusammenarbeit, das ist ein Gremium, das erstmal informell zusammentrat. Die Treffen der Staats- und Regierungschefs waren zunächst auch für 20 Jahre außerhalb der Verträge und gar nicht auf einer juristisch klaren Grundlage eigentlich in die Welt gesetzt. Und das zeigt nochmal im Grunde zum einen die Flexibilität des europäischen Projektes, auf gewisse Krisen durchaus auch institutionell flexibel reagieren zu können. Andererseits sicher auch die Zeitverzögerung. Und wenn wir das jetzt nochmal auf heute beziehen, dann stellt sich die Frage, ob es gelingen kann, alle Mitgliedstaaten genau vor dem Hintergrund der Probleme in der Abstimmung in solchen Fragen, die so sehr an nationale Interessen heranreichen, zusammenzubringen. Oder ob man wiederum sagen müsste, wir brauchen vielleicht auch neue Formate. Es geht nicht einfach so weiter, wenn wir sozusagen nach Schema F vorgehen, mit den gleichen Abstimmungsprozedere und vielleicht auch mit der Gesamtheit der Mitgliedstaaten. Es ist, glaube ich, und das wird vielleicht auch manchmal zu wenig gesehen vor dem Hintergrund der Schadenfreude, die man manchmal vielleicht auch zu Recht hat angesichts des Chaos in Großbritannien, natürlich ein ganz herber Verlust, gerade auf sicherheits- und weltpolitischer Ebene, wenn Großbritannien, das Vereinigte Königreich, schließlich dann aus der Europäischen Union vollends austreten sollte, weil natürlich da wirklich sehr viel an militärischem Know-how und sicherheitspolitischem Wissen dann auch liegt. Und dann wäre die Frage, ob vielleicht auch dieser Moment der Krise, in das sich das Vereinigte Königreich ja eigentlich vor allen Dingen selbst gestürzt hat, vielleicht auch nochmal den Keim einer neuen Hoffnung in sich tragen könnte, dass man dann in neuen Formaten mal zusammenarbeiten kann. Und der letzte Punkt, den ich gerne machen würde, dass wir, glaube ich, auch nochmal ganz grundsätzlich diskutieren müssen, was wir eigentlich unter Sicherheit verstehen. Ob das eigentlich nur Maschinengewehre, Flugzeuge und Soldaten sind und Soldatinnen. Und ich glaube, dass es eigentlich auch eine Lehre aus diesem Projekt Europa ist, dass es nicht so sein sollte. Dass man im Grunde, ich hatte vorhin schon mal von Softpower gesprochen, auch da einiges mit einpreisen sollte in sicherheitspolitische Maßnahmen. Sie wissen alle von Donald Trump Anforderung an die Europäer, das an den USA zu geben, was angeblich die Europäer den Amerikanern schulden, nämlich 2%. Wir wissen, glaube ich, alle, dass das so nicht stimmt. Aber trotzdem stellt sich die Frage, wie Europa zur Sicherheit verstärkt beitragen kann. Und ich würde das persönlich gar nicht so sehr an einem Wehrbeitrag festmachen wollen, sondern, und Sie hatten mal selbst in diese Richtung auch plädiert, dass man vielleicht zu einer höheren Summe als 2% gehen sollte, aber da wäre zum Beispiel Infrastrukturprojekte und der Versuch, einfach auch Armutsproblematiken, Umweltproblematiken heutzutage, zum Beispiel in Afrika, mit anzugehen und auf dieser Ebene dafür zu sorgen, zu helfen, dass gewisse Probleme und Konflikte als solche gar nicht erst entstehen, eigentlich der Ansatz, der mir viel lieber wäre, als im Nachhinein mit Panzern und Raketen auftreten zu wollen oder zu müssen. Das hat eigentlich oft, ob das jetzt die Amerikaner sind, die Russen oder auch die Europäer, erstaunlich schlecht funktioniert. Also ich glaube auch da, das, was auch teilweise eher hinter den Kulissen ohne große Tweets und ohne große Ankündigungen funktioniert, ist eigentlich oft die bessere Weltpolitik, die bessere Sicherheitspolitik. Also es gibt ein Vorgang, ein Projekt, bei dem die Europäische Union in den letzten Jahren gezeigt hat oder zeigen konnte, dass sie es eigentlich kann, dass sie Sicherheitspolitik kann. In der Tat jetzt nicht mit Raketen und Kanonenbooten, sondern dass sie Sicherheitsdiplomatie kann. Das war der Vorgang, den Sie alle kennen, um das iranische Nuklearprogramm. Diese Verhandlungen, die angestoßen wurden im Jahre 2003, und die dann jahrelang stecken geblieben sind, dann wieder aufgenommen wurden, schließlich mit amerikanischer Unterstützung durch die Obama-Administration zu einem Abschluss gebracht werden konnten. Die Art, wie verhandelt wurde, war so, dass der Kern des Verhandlungsteams die Europäische Union war, nämlich die hohe Beauftragte, also Lady Ashton und ihre Nachfolgerin,
Dadurch konnten alle 28 EU-Mitgliedstaaten das Gefühl haben, wir sind da beteiligt durch unseren Vertreter. Die wurden natürlich auch regelmäßig quasi jede Woche unterrichtet über das, was im Einzelnen da passierte. Und insoweit hat die Europäische Union hier gezeigt, dass sie tatsächlich in einem solchen Fall imstande sein kann, mit einer Stimme durch einen Akteur vertreten vorzugehen. Also es ist nicht ganz unmöglich. Ich will einfach nur sagen, die Möglichkeiten der Europäischen Union sind groß. Man muss sie nur nutzen und ausbauen. Und wenn ich einen Punkt massiv unterstützen kann, ich muss ja jedes Jahr die Münchner Sicherheitskonferenz ausrichten und organisieren. Oder ich darf das. Wir haben seit längeren Jahren natürlich uns auch einen sogenannten, in Gänsefüßchen, erweiterten Sicherheitsbegriff zu eigen gemacht. Für mich ist heute Energiesicherheit, globale Gesundheitssicherheit, also Bekämpfung von Pandemien, denken Sie mal Ebola-Krise und so weiter, genauso wichtig wie Energiesicherheit, Klimasicherheit und klassische militärisch-politische Sicherheit. Also ich glaube, das ist absolut richtig. Wir können Sicherheit Europas, unsere Sicherheit heute natürlich überhaupt nicht mehr nur militärisch denken. Nur, das wäre mein letzter Satz, es gab mal einen britischen Außenminister, der hat gesagt, Diplomatie macht so unendlich viel mehr Freude, wenn man so ein paar Regimenter in der Hinterhand hat. Und da ist natürlich auch was dran. So ganz ohne Hard Power wird es schwierig, sich durchzusetzen mit den eigenen Interessen. Der Sigmar Gabriel hat das bei der Münchner Sicherheitskonferenz im letzten Jahr auf seine Weise gesagt. Er sagt, wir versuchen ja offensichtlich als Veganer oder Vegetarier in einer Welt von Fleischfressern uns da durchzumogeln. Das ist nicht so ganz einfach. Und da wir müssen leider akzeptieren, dass in dieser Welt Hard Power immer noch, leider, auch in unserem Umfeld, denken Sie an Donbass, denken Sie an Syrien, angewendet wird. Also ganz ohne Hard Power geht es nicht. Aber wir müssen versuchen, die anderen Felder der Sicherheitspolitik aktiv als Europäer zu besetzen. Jawohl. Sie haben die Flexibilität Europas als einen der großen Erfolgsfaktoren beschrieben. Dass es also immer möglich war, wenn das eine nicht funktioniert hat, noch andere Wege zu gehen und letztlich flexibel auf die Situation zu reagieren. Sie plädieren jetzt für eine sehr viel stärkere Institutionalisierung, gerade auch der gemeinsamen Verteidigungspolitik. Ist das nicht was sich widerspricht, also dass man diesen Erfolgsfaktor Flexibilität aufgeben würde, wenn man es stärker institutionalisiert, gerade wenn man sieht, dass diese stärkere Integration im Inneren der EU, also sozusagen in der Kern-EU, ja am Rande doch durchaus Desintegrationsprozesse fördert, den ganzen Nationalismus in Staaten wie zum Beispiel Polen oder auch Italien ja sicher im Moment auch, die Versuche, sich da auch stärker abzugrenzen von der EU. Ist das nicht was letztlich auch den Frieden wieder gefährden könnte, wenn man da stärker die Mitglieder in die Pflicht nimmt für so eine Sicherheitspolitik und sogar das Konsensprinzip auflöst, wie ich Sie vorhin verstanden habe? Das sehe ich ehrlich gesagt anders. Ich glaube, wenn Sie mit Vertretern der jetzigen polnischen Regierung reden, die sind Feuer und Flamme bei der Frage einer stärkeren sicherheitspolitischen Ausrüstung der Europäischen Union, stärkeren Sicherung der Grenzen, übrigens natürlich auch bei einer Stärkung der NATO. Ich glaube also, dass die gemeinsame Außenpolitik, die gemeinsame Sicherheitspolitik eines der Gebiete ist, bei denen die Bevölkerung in den Mitgliedstaaten querbeet eher zu einer Konvergenz der Meinungen. Überall in der Europäischen Union, das ist für mich ein ganz erstaunliches Ergebnis, sind die Menschen eigentlich dafür, dass die Europäische Union außenpolitisch und sicherheitspolitisch eher eine aktivere Rolle spielen sollte, als das bisher der Fall war. Ich glaube, die Menschen spüren, dass der Kleinstaat, der europäische Kleinstaat in einer Welt mit Milliardenstaaten wie China, das sich inzwischen zunehmend einmischt in europäische Angelegenheiten, wie Russland, mit dem wir im Augenblick in einer zunehmenden
leider in einer konfrontativen Lage uns befinden und mit einer unberechenbar gewordenen amerikanischen NATO-Vormacht. Ich glaube, Menschen spüren, dass es wichtig ist, dass die Europäische Union versucht, sich dahin zu bewegen, dass sie selbst handlungsfähig ist. Nicht als Ersatz, so wurde es ja jetzt in den letzten Tagen auch mehrfach in Berlin gesagt, natürlich nicht als Ersatz für die NATO, aber als stärkerer europäischer Pfeiler, der notfalls auch imstande ist, mit der Unterfütterung durch militärische Macht seine Interessen glaubwürdig zu vertreten. Es ist doch ganz furchtbar, meine Damen und Herren, dass wir Europäer, die wir die Folgen des katastrophalen Dramas in Syrien hier auf unseren Straßen in Europa erleben, mit Konvulsionen unserer politischen Landschaft, nicht nur in Deutschland, sondern in anderen EU-Mitgliedstaaten. Also wir erleben die Folgen bei uns zu Hause. Die Europäische Union und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben es aber in 8 Jahren Syrienkrieg nicht vermocht, auch nur im entferntesten Einfluss auf den Verlauf dieses Krieges zu nehmen. Die Europäische Union hat eine totale Bauchlandung dahingelegt. Aber auch damit, was sie tun sollen. Lassen Sie mich das zu Ende führen. Und alleine dieser Vorgang zwingt uns aus meiner Sicht, uns ernsthaft mit der Frage zu befassen, warum ist das denn so? Warum haben wir nicht den Mut gehabt, wir die 28 Regierungen, wir die 500 Millionen Europäer zu einer Friedenskonferenz einzuladen? Wieso überlassen wir das den Türken, den Russen, den Iranern und anderen oder den Saudis? Wieso haben wir das Selbstbewusstsein nicht? Das muss erarbeitet werden. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass Europa hier nicht die Flinte ins Korn wirft, sondern sich als Akteur zumutet und zutraut, in solchen Konflikten an unserer Haustür. Syrien ist mal gerade 200 Kilometer von der EU entfernt, nämlich Nachbar von Zypern, wenn Sie so wollen. Und Zypern gehört auch zur Europäischen Union. Aber nochmal da konkret nachgefragt, was hätten Sie sich da für Schritte erhofft? Also Sie haben gerade gesagt, Friedenskonferenz, wäre das der erste Schritt gewesen, was wäre da gefolgt? Also wie hätte die EU da tatsächlich konstruktiv eingreifen können? Naja, wir hätten aus meiner Sicht in der Frühphase dieses Konflikts, als das noch ein Bürgerkrieg war und nicht ein Stellvertreterkrieg mit allen möglichen Milizen finsterster Provenienz. In dieser ersten Phase hätten wir genau das tun können, was jetzt 8 Jahre später von der Türkei mit Russland und so weiter in die Diskussion gebracht wird, nämlich Schutzzonen zu errichten, Safety Zones, Flugverbotszonen. Das wurde damals in der ersten Phase diskutiert. Wir, die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung, haben beschämt weggeguckt, weil wir das natürlich für schwierig hielten. Wenn man das in der Frühphase versucht hätte, wäre der Konflikt vielleicht anders ausgegangen. Ich bin nicht der Meinung, dass es jetzt militärische Handlungsmöglichkeiten gibt, mit denen man da viel Gutes tun kann. Die Frage stellt sich für uns immer beim Ausbruch solcher Konflikte, kann man durch frühzeitiges Einwirken, zunächst mal diplomatisch, vielleicht mit Wirtschaftssanktionen und anderen Mitteln, kann man verhindern, dass sich so ein Konflikt ausbreitet. Wo sehen Sie da die Zuständigkeit der EU? Also Syrien, klar, 200 Kilometer weit weg, aber doch ein Stück weit weg. Also wo würden Sie sagen, endet dann die Zuständigkeit für die EU in solchen Fällen? Die endet überhaupt nirgends. Die EU muss sich zutrauen, einen globalen Anspruch zu haben, an sicherheitspolitischen Entwicklungen teilzunehmen. Ich teile die Meinung von Frau von der Leyen, die sie jetzt in Berlin geäußert hat, dass es natürlich richtig ist, oder die Meinung auch von Frau Kramp-Karrenbauer, dass es richtig ist, wenn wir überlegen, wir Deutsche, ob wir ähnlich wie die Franzosen und die Briten auch mal ein Schiff der deutschen Marine durch die südchinesische See fahren lassen. Schlicht um zu zeigen, dass wir den Anspruch teilen und unterstützen, dass die Freiheit der Hohen See für uns ein wichtiges, auch ehrlich gesagt ein wichtiges ökonomisches Ziel ist. Ich glaube, da ist eine gewaltige Entwicklung im Gange, auch in unserem sicherheitspolitischen Denken.
der frühere Bundespräsident Köhler ist in die Bredouille geraten und hat dann entnervt das Handtuch geworfen, weil man ihm vorwarf, dass der Satz, den er formulierte zur freien, zur Sicherung der freien Weltmeere, dass das nicht akzeptabel sei. Ich glaube, wir sind inzwischen ein bisschen klüger und verstehen, dass das Teil der Vertretung unserer Interessen sein muss. Nicht indem wir sozusagen wie der Kaiser sozusagen unsere Kanonenboote losschicken, sondern indem wir versuchen, als Friedensmacht Flagge zu zeigen und dort aufzutreten, wo tatsächlich Konflikte im Begriffe sind, auszubrechen. Wir können uns nicht mehr wegducken. Das wäre meine Meinung. Herr Patel, für Sie noch das Schlusswort Flexibilität eben als Erfolgsrezept der europäischen Integration und auch der Europäischen Union als Friedensmacht. Gibt man das auf, wenn man jetzt noch mal stärker integriert, gerade auch in dieser Sicherheits- und Außenpolitik? Ich glaube, nochmal ganz wichtig, dass die Europäische Union sich zum Glück heute dadurch auszeichnet, ein ganzes Arsenal von Instrumenten in ihren Händen zu haben. Da gibt es weiterhin die Handelspolitik, es gibt die Möglichkeit, Sanktionen auszusprechen, es gibt auch die Regimenter, wenn Sie wollen. Die sind nicht rot wie die britischen Regimenter im 19. Jahrhundert, aber es gibt auch da die Möglichkeit, militärisch einzugreifen. Und ich glaube, es wäre verkehrt, auf das eine oder das andere Instrument allein zu setzen. Da sind wir uns, glaube ich, ganz einig. Ich glaube, was die Europäische Union nochmal besonders ausmacht, und da wollen wir genau nicht, das haben wir, glaube ich, auch ausführlich besprochen, in so ein altes Großdenken zurückverfallen. Aber ich glaube, es gibt durchaus etwas, was man anderen anbieten kann, gerade in Frühphasen von Konflikten. Nämlich wiederum, wie auch damals im Iran geschehen, eine Plattform zu zimmern, in der man multilateral über eine möglichst quasi integrative Lösung von Problemen sprechen kann. Und ich glaube, das ist teilweise erfolgreich geschehen, zeitweise. Und wir leben leider in einer Welt, in der die Partner eines solchen multilateralen Ansatzes geringer werden. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, die wiederum ein Handlungspostulat für die Europäische Union darstellt. Ich habe bis vor kurzem in Aachen gelebt, wo, wie Sie vielleicht wissen, einmal im Jahr der Aachener Karlspreis vergeben wird. Und der deutsch-französische Historiker und Philosoph hat einmal gesagt, dass eigentlich den ersten Karlspreis der Stadt Aachen Josef Stalin verdient hätte. Josef Stalin, weil er sich so sehr um die Europäische Union und Zusammenarbeit verdienstvoll gemacht hat, weil er eben durch Außendruck dafür gesorgt hat, dass die kleineren Meinungsverschiedenheiten zwischen den verschiedenen europäischen Staaten durch den Druck auf dem Kessel, wenn Sie so wollen, dann letztendlich überwölbt wurden. Und ich glaube, dass wir heute, und das ist auch, was die Umfragen zeichnen, uns in einer Situation befinden, in der viele Europäerinnen und Europäer sehen, dass wenn wir uns quasi nur über Detailprobleme im Inneren auseinandersetzen, wir keine weltpolitische Rolle spielen können und eigentlich damit weder der Welt noch uns selbst einen Gefallen tun. Und dass insofern es tatsächlich wichtig ist, in diese Richtung weiterzugehen. Wiederum würde ich sagen, wir werden nicht in 2 Jahren eine wirklich schlagkräftige Armee haben, die dann alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie viele Mitgliedstaaten sie auch immer haben wird, umfassen wird. Und ich glaube, dass vieles nicht perfekt sein wird, aber wiederum auch da geht es, nochmal mit Max Weber sprechen, um das langsame Bohren der harten Bretter. Und wenn wir uns auf diesem Weg weiter bewegen würden, unter möglichst einem Einschluss der Partner, die wir global dafür finden können, dann wäre das eine gute Entwicklung. Eine sehr optimistische Perspektive, die den Raum öffnet für Fragen. Ich finde, das klingt schon, also nicht vielleicht 2 Jahre, aber vielleicht eine etwas mittelfristige Perspektive. Ich würde den Raum nochmal öffnen für Fragen aus dem Publikum. Gibt es Fragen, die Sie noch loswerden wollen? Ich sehe eine Hand dort hinten, genau. Ja, schönen guten Abend. Wir haben, glaube ich, gehört, wie wichtig es ist, eine zunehmende Integration stattfinden zu lassen, Außenpolitik. Und Sie sprachen an, Herr Dr. Ischinger, dass sich die Chinesen ja schon ziemlich in Europa einmischen. Und wie sehen Sie denn diese 16+1-Initiative, bei der 11 EU-Mitglieder plus 5 Balkanstaaten gemeinsam mit China an vielen Projekten, unter anderem auch Infrastrukturprojekten, arbeiten? Ist das nicht, treibt China da nicht einen Keil in die EU? Soll ich direkt darauf antworten? Ja und nein. Also schauen Sie, wenn Sie so ein kleiner EU-Staat sind im Südosten der Europäischen Union, dann werden Sie mit einem gewissen Neid verfolgen, dass Xi Jinping einmal im Jahr mit einer riesigen Delegation, mit seinem halben Kabinett in Berlin erscheint und mit der Frau Bundeskanzlerin Großprojekte behandelt.
Und dann fliegt die Frau Bundeskanzlerin auch fast jedes Jahr regelmäßig nach Peking. Und der kleine Mann in, sagen wir jetzt mal, in Bulgarien oder in Griechenland, der stellt sich die Frage, wo bleibe ich denn? Also, dass die auch ein Interesse haben, irgendwie an dem großen chinesischen Kuchen teilzuhaben, das nehme ich zunächst mal zur Kenntnis. Die Frage ist, wie macht man das? Und da taucht Ihr Problem auf. Diese 16+1 Formation der Chinesen weckt tatsächlich den Verdacht, dass China sich hier, wenn ich es mal ganz krass formulieren darf, dass China sich sozusagen durch die Hintertür eine Art Vetorecht in der Europäischen Union verschafft, weil mit dem ein oder anderen Land bereits so umfängliche Investitionen und Beziehungen gebastelt worden sind, dass wir tatsächlich schon erlebt haben, dass bei bestimmten Abstimmungsprozessen in Brüssel der eine oder andere Mitgliedstaat sich halt so oder so verhält, was dann den Verdacht nahelegt, dass da der chinesische Botschafter vielleicht mal vorgesprochen hat und ein gutes Wort eingelegt hat. Die Frage ist also, wie gehen wir als Europäische Union mit dem offensiver auftretenden chinesischen Partner, neuerdings nennen wir China ja nicht mehr nur einen Partner, sondern einen systemischen Rivalen, einen systemischen Wettbewerber, wie gehen wir damit um? Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel aus der diplomatischen Praxis. Die Europäische Union verfügt inzwischen in Peking über eine große Vertretung, wir haben einen Botschafter der Europäischen Union dort. Ich bin der Meinung, ein richtiger erster Schritt wäre, dass wenn Macron, Merkel oder andere Staats- und Regierungschefs aus der Europäischen Union in Peking Gespräche führen, dann sollte man auch aus symbolischen Gründen nicht nur den eigenen deutschen oder französischen Botschafter mitnehmen, sondern doch bitteschön auch den EU-Botschafter zu den Gesprächen hinzuziehen oder noch besser gleich den hohen Beauftragten aus Brüssel mitnehmen, um zu zeigen, dass man hier nicht als Einzelkämpfer auftritt, sondern als Teil der Europäischen Union. Und bei den 16+1 Gesprächen würde ich meinen Kollegen aus den betroffenen EU-Mitgliedstaaten vorschlagen, holt immer den zuständigen EU-Kommissar mit dazu, dann herrscht Transparenz und dann könnt ihr euch hinter dem, wenn es schwierig wird, auch verstecken. Also es gibt ganz schlichte diplomatische Methoden, um mit solchen Herausforderungen fertig zu werden. Wir wollen ja jetzt nicht China dämonisieren. Ich bin der Meinung, anders als viele unserer amerikanischen Kollegen, dass das Verhältnis zu China durchaus, wenn man es richtig macht, als Win-Win-Verhältnis organisiert werden kann. In Amerika denken inzwischen sehr viele, bei den Demokraten genauso wie bei den Republikanern, dass es im Grunde nur um die Frage geht, gewinnen wir oder gewinnen die Chinesen? Nennt man ein Zero-Sum-Game. Das halte ich für falsch. Ich glaube, wir können das, wenn wir uns überlegen, was das bedeuten könnte, auf Augenhöhe mit China zu verhandeln. Wir sind immerhin 500 Millionen, die sind 1 Milliarde oder ein bisschen mehr, aber 500 Millionen ist ja nicht nichts. Und wenn wir mit einer Stimme China gegenüber bestimmt auftreten und durchsetzen, dass man mit uns auf Augenhöhe und fair redet, dann glaube ich, ist es auch möglich, dass unser ökonomisches Interesse, um nochmal auf die ökonomischen Interessen zurückzukommen, das ökonomische Interesse der ganzen EU ist groß gegenüber China. Es ist besonders groß im Falle Deutschlands. Und das muss man ja auch in die Gleichung mit einbeziehen. Also das wäre meine, sorry für die lange Antwort auf Ihre kurze Frage, das wäre mein Versuch, mit dem Thema umzugehen. Aber eine lobenswert kurze Frage. Haben wir noch mehr Fragen im Raum? Mehrere Hände, ich habe es nicht genau gesehen, wer zuerst war. Ich nehme mal die vordere Meldung hier als nächstes vielleicht. Guten Abend, vielen Dank für Ihre Ausführung, Herr Professor Patel, für den neuen Sicherheitsbegriff. Weil mir geht es auch so, dass ich die ganze Zeit mir angucke, was passiert hier eigentlich im Moment in der Europäischen Union, was passiert in Deutschland. In Deutschland wird beispielsweise
in Foren darüber diskutiert, ob es neue Atomwaffen geben sollte, deutsche Atomwaffen. Es wird diskutiert, ob es europäische Atomwaffen geben sollte. Es wird diskutiert, werden europäische verteidigungspolitische Ausgaben diskutiert, die weit über das hinausgehen, was wir eigentlich bräuchten, um zum Beispiel die Klimaschutzausgaben zu tätigen. Ich frage mich im Moment gerade, sollte Europa als Friedensprojekt, wie Sie es auch dargestellt haben, wie ich es auch sehe, mit allen Schwierigkeiten, sollte Europa nicht eigentlich vorangehen, glaubwürdig als Mediator auftreten weltweit und sagen beispielsweise, wir schaffen für uns Atomwaffen ab, wir haben einen anderen Sicherheitsbegriff. Unser Sicherheitsbegriff besteht darin, wie Sie das auch vorhin dargestellt haben, indem wir Foren zur Verfügung stellen, indem wir Initiativen international starten, indem wir versuchen, das Modell, was wir in Europa gemacht haben, das, was Sie als Ihre Erfahrung aus den 70er Jahren im Auswärtigen Amt beschrieben haben, das wirklich groß zu machen und gegen diesen Nationalismus, gegen dieses Versuchen von Durchsetzen von Eigeninteressen aufzubauen. Meine Frage an Sie wäre, sehen Sie dafür eine Chance? Und wenn, wie können wir das zusammen schaffen? Weil ich glaube, eine Zukunft kann es nur mit Sicherheit geben. Und Sicherheit gibt es nicht, indem man sich gegenseitig mit Vernichtung droht. Mögen Sie antworten? Gerne. Vielleicht noch mal ganz kurz, ganz knapp wirklich zur ersten Frage. Ich glaube, was Sie sagten, ist völlig richtig. Noch mal, was auch diesen multilateralen Ansatz, der die Europäische Union eben in ihrer DNA ausmacht. Ich würde aber noch mal einen eher kritischen Stachel löckeln wollen und noch mal darauf verweisen, dass natürlich auch, wenn Sie zum Beispiel Griechenland als Beispiel nehmen, die Austeritätspolitik hier auch nochmal ihre Folgen zeitigt, dass natürlich auch die Probleme, die wir in unserem eigenen Bereich haben, innerhalb der Europäischen Union, wieder Einfallstore, also für ernsthafte, positive, konstruktive ökonomische Kooperation von Seiten Chinas eröffnet hat, aber natürlich auch für politische Einflussnahmen. Insofern, glaube ich, gilt es auch, abgesehen von der sicherheitspolitischen Dimension, die Europäische Union im Innern nochmal weiter zu stärken. Und das führt mich direkt zu Ihrer Frage. Vielleicht als Historiker auch nochmal mit dem Ausgangspunkt, dass Politik die Kunst des Möglichen wahrscheinlich zu sein hat. Und wir leben in einer Welt, in der leider neue Rüstungsrunden diskutiert werden und stattfinden, in der ich mir nicht vorstellen kann, dass das Vereinigte Königreich, dass Frankreich auf ihre atomaren Waffen verzichten werden. Und insofern würde ich wiederum argumentieren wollen, wir müssen bei anderen Maßnahmen anfangen. Ich glaube, die symbolpolitische Dimension auf die Atomwaffen, die manche Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben, zu verzichten, die wäre immens. Aber ich glaube, dass das nicht realistisch ist. Und insofern geht es erst einmal mit anderen Maßnahmen, vielleicht eben auch global dafür zu sorgen, dass Sicherheit wieder anders diskutiert wird und dass diese Logik, auf die Herr Botschafter Ischinger nochmal verwiesen hat, dieses Zero-Sum-Games, dass entweder ich gewinne oder du gewinnst, dass man über die wieder hinwegkommt. Ich meine, das ist, wenn man so will, vielleicht auch eine der entscheidenden Lehren in allem, was darin nicht funktioniert hat, des Projektes Europäische Integration, dass es nicht darum geht, dass eine Macht die Vorhand hat, dass ein Staat die anderen dominiert, sondern im Grunde, dass auch viele, vielleicht sogar alle, gewinnen können unter gewissen Bedingungen, wenn man multilateral zusammenarbeitet. Also insofern bin ich etwas skeptisch, dass man da wirklich direkt das an die vorderste Front stellen könnte, so sehr es mir als Bürger vielleicht auch sympathisch sein würde, wenn das möglich sein könnte. Herr Ischinger, wollen Sie das noch ergänzen? Ich sehe, Sie nicken, Sie gehen da so weit mit? Vielleicht nur eine ganz kurze Ergänzung dazu. Ich widerspreche Ihnen überhaupt nicht. Ich würde es nur vielleicht noch ein bisschen verstärken wollen. Schauen Sie, in der Außenpolitik ist es wichtig, dass man versucht, das ist nicht immer möglich, aber dass man versucht, möglichst nicht erpressbar zu werden. Möglichst nicht erpressbar zu werden. Wenn Sie sich die gegenwärtige Großwetterlage in und um Europa betrachten, dann ist es so, dass wir keine eigenen Nuklearwaffen haben. Ich, ehrlich gesagt, ich kenne auch niemanden, der halbwegs vernünftig ist, der nicht in die Nervenklinik gehört, der von einer deutschen Atombombe spricht. Ich glaube, da gibt es ein paar Verrückte, die nehme ich aber nicht ernst. Wir haben zweimal verbindlich und endgültig auf Nuklearwaffen verzichtet, einmal durch das Unterzeichnen und Ratifizieren des nuklearen Nichtverbreitungsvertrags und das zweite Mal 1990 durch den Abschluss des deutschen Einigungswerks. Zweimal abschließend offiziell. So, ich glaube, daran sollten wir im deutschen Interesse auch nicht rütteln. Die Frage ist, da andere Nuklearwaffen haben,
wie werden wir so geschützt, dass wir nicht erpressbar sind? Und da würde ich es für einen ganz großen Fehler halten, wenn wir jetzt sozusagen einen Vorabverzicht erklären würden und wenn da drüben auf der anderen Seite sich an der Lage nichts ändert. Schauen Sie, die Jungen, hier sitzen ja ein paar junge Offiziere oder Offiziersanwärter, ich kann die Dinge nicht so genau sehen, hier in dem Licht. Die jungen Offiziere, die jungen Generalstabsoffiziere in der Russischen Föderation, die werden dahin ausgebildet, dass für den Fall eines Konflikts der ganz frühzeitige Einsatz taktischer oder auch nicht taktischer russischer Nuklearwaffen das probate Mittel ist, um uns hier im Westen den Schneid zu nehmen. Also 2, 3 nukleare Sprengköpfe irgendwo in Polen oder in Deutschland und der Krieg ist zu Ende. So denkt man dort. Das können Sie nur dann, wenn Sie jetzt nuklearstrategisch denken, dem können Sie nur dann entgegenwirken, wenn Sie dem russischen Kollegen sagen können, überlegt euch das zweimal, denn das Nächste, was passiert, ist, dass euer ganzes europäisches Russland dann der nuklearen Verwüstung anheimgegeben ist. Also überlegt euch zweimal, ob ihr überhaupt eine solche Strategie, das nennt man Abschreckung. Das hat uns jetzt ein halbes Jahrhundert oder noch länger vor einem Krieg bewahrt. Und angesichts der leider gescheiterten Rüstungskontrollbemühungen, daran sind ja nicht wir schuld, dass jetzt der INF-Vertrag beendet worden ist, dass es unklar ist, ob New START verlängert wird. Wir haben im Augenblick ein Scheitern der Rüstungskontrolle. Leider. Ich bin der Erste, der das zutiefst bedauert, dass es uns nicht gelungen ist, auch uns als Europäern, uns hier stärker durchzusetzen zwischen USA und der Russischen Föderation. Also die Lage ist hochgradig gefährlich und hier sozusagen mit dem Vorabverzicht voranzugehen und sich erpressbar zu machen, würde ich sagen, schlechtes Rezept, würde ich nicht mitmachen. Gut, ein klares Schlusswort. Ich gucke auf die Uhr. Die Zeit ist, glaube ich, zu Ende. Und ich hoffe, Sie haben noch Gelegenheit oder vielleicht haben Sie noch Gelegenheit, draußen weiter zu diskutieren. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Es waren viele Anregungen, viele neue Perspektiven und grundsätzlich eine positive Stimmung zu Europa. Und ich glaube, das nehmen wir mit aus dem heutigen Abend. Vielen Dank. Alles klar. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald!